Hallo. Salam. Bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen und auf YouTube hochgeladen wird? Ja, kein Problem. Ja, hi. Schönen Abend. Bist du vegan? Nein. Okay, und du bist also der Meinung, man darf Tierprodukte essen? Ja. Und bist du auch der Meinung, dass man Katzen essen darf? Ja, in China isst man sie, ja. Ich meine, in manchen Ländern ist es Spezialität. Aber ich frage ja Aber dich, wie es. nein, ich will das nicht essen, einfach weil es nicht schmeckt, sicher. Das fühle ich eklig irgendwie. Auch das war nicht die Frage. Die Frage war, ob es laut deiner Moral ist, Katzen zu essen. Okay ist, Katzen zu essen. Nein, 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 ich kann es nicht. Nein, es ist nicht okay, Katzen zu essen. Ja, also ich würde sie halt nicht essen, aber in manchen Ländern essen sie halt, also in China zum Beispiel, so, aber ich würde sie halt nicht essen. Ja, darum geht's ja nicht. Es geht darum, ob du es okay findest, wenn Katzen gegessen werden. Ah, okay, ja. Ja, du findest es okay? Okay, findest du es okay, wenn Menschen gegessen werden? Nein. Okay, und du findest also es okay, wenn Tiere gegessen werden, findest es nicht okay, wenn Menschen gegessen werden. Nenn mal den Eigenschaftsunterschied. Ja, irgendwie halt, ja, der Mensch kann eigentlich viel mehr essen wie ein Tier, verstehst du? Und Nein. deswegen sollen wir, deswegen behandeln wir Menschen, also, so normale Menschen behandeln viel mehr, schätzen ein Mensch viel mehr als wie ein Tier, verstehst du? Ich schätze viel mehr ein Mensch als wie ein Tier. Verstehst du? Ja, aber woran genau liegt das? Also, du musst schon irgendwie ein paar Punkte Ach nennen, so, woran das wieso? liegt. Ja, okay, Ja. weil, okay, hör zu. Ich höre zu. Ein Mensch zum Beispiel sorgt für eine Familie und ein Mensch kümmert sich um zu überleben und ein Mensch macht irgendwie, gründet Familie und irgendwie sorgt halt für, ja, ein Mensch. Aber kannst du. Stell dir eine andere Frage. Wieso? Stell eine Frage, was man im Alltag macht, verstehst du? Du kannst nicht ein Mensch und ein Tier vergleichen, verstehst du? Stell zum Beispiel, darf ich etwas anderes essen? Wieso genau ein Mensch, verstehst du? Stell eine Frage, was wir im Alltag zum Beispiel machen können. Ein Mensch kannst du nicht essen, verstehst du? Deswegen gibt es keinen guten, relevanten Unterschied. Das sage ich schon. Also Also ich. das, was ich jetzt gehört habe, ist, dass du sagst, man kann Menschen und Tiere nicht vergleichen. Ist das korrekt? Ja, genau. Aha, okay. Ich Wenn ich kann mir nicht jetzt. vorstellen, dass ich jetzt ein Mensch esse, verstehst du? Das geht Aha. nicht. Also, Aha. doch, es Ein. gibt eigentlich Menschen, was Menschen essen. Ich sage nicht, dass es einfach wirklich Menschen, was mit einer Behinderung haben. Aber ich würde halt sicher nicht ein Mensch essen, okay? Also pass auf, ich sage jetzt mal einen Satz und zwar lautet der Satz: Menschen sind schlauer als Tiere. Hast du den Satz Aha. gehört? Ja. Ich habe gerade Menschen und Tiere verglichen. Du hast gesagt, man kann Menschen und Tiere nicht vergleichen. Ich habe sie gerade verglichen. Siehst du ein, dass Okay, man Menschen stimmt. und Tiere vergleichen kann? Ja, okay, du kannst es vergleichen, aber mehr wert für einen Mensch als für ein Tier. Verstehst du? Ja, Ich finde gut. halt. Ich finde, Tiere sind Nutztiere. Man Sie kann benutzen. Menschen und Tiere vergleichen, korrekt? Ja. Alles klar. So, der Man kann nächste. einfach, Tiere sind einfach Nutztiere, verstehst du? Tiere gehen auf die Weide, essen, schlafen, oder zum Beispiel eine Kuh gibt uns halt Milch, eine Tier gibt uns auch Milch, ein Schaf gibt uns, hast du auch Kinder halt diese, was man danach töten oder verkaufen. Oder ja, ein Kuh gibt uns Kalb, und dieses Kalb schlachten wir dann, verkaufen Fleisch, Metzgerei und so. Was Geld, weißt du, Para. Also ich habe dich vorhin nach dem Eigenschaftsunterschied gefragt, da hast du solche Sachen gesagt wie, ja, sie bilden eine Familie, sie sorgen sich um die Ja, Familie. genau. Ja, das ist ein kategorischer Fehler, weil das machen Tiere auch. Nein. Nein? Ich weiß nicht, wie man wie
Was meinst du, wie bekommt deine Kuh ihren Kalb? Indem sie Sie vom kriegt nicht selber. Menschen mit einer Stange vergewaltigt wird. Nein, das ist eigentlich, da kommt ein Tierarzt, gibt ihr halt diese Spermaholt, halt, wie man das halt nennt für dieses Tier, und du bekommst ihren Kalb. Sie hat ihn, Woher kommt das Sperma? sie bekommt immer wieder Kälber, verstehst du? Also wenn ich jetzt einen Kalb mache, dann kann sie noch einen Kalb machen, noch eins, noch eins, noch eins, verstehst du? Sie bekommt immer wieder. Ich vergewaltige, also, und ja, verstehst du? Ja, woher kommt das Sperma? Ja, halt von biologisch irgendwie her. Das Sperma kommt dadurch, dass man einen Bullen abmasturbiert. Ja, Satz. Nochmal bitte. Das Sperma kommt daher, dass man einen Bullen Da will ich mal der abmasturbiert. Arzt ist, Alter. Da will ich mal. Entschuldigung. Das war mein Bruder, Alter, der kleine Hurensohn. Entschuldigung. Das Sperma Entschuldigung. kommt daher, dass man einen Bullen abmasturbiert. Man holt ihm einen runter. Manchmal steckt man den auch einen Vibrator in den Hintern. Warte, warte, wie kommt Sperma bitte? Ich verstehe das nicht. Man holt dem Rind einen runter. Man steckt dem manchmal auch so riesige Vibratoren hinten rein. Aber, ach so. Ja, genau. Von einem Tier. Und welches Tier? Von einem. Rind. Ach so. Ja, okay, Bullen, wie dann auch immer. halt. Ja. Dann, wie kommt dieses Sperma dann in die Kuh rein? Den Schritt Ja, hast ich du weiß nicht, weggelassen. wo er. Ich weiß nicht, wo er reinsteckt. Na, irgendwo da unten halt, Ja, da wo gibt's sie. eine Semen Gun, da ist Sperma vorne dran und hinten ist so wie bei einer Spritze zum Draufdrücken. Das ist so eine, ja, wie lang ist hier, halben Meter, vielleicht ein Meter, so eine Stange, die schiebt man dann in die Kuh rein, dann drückt man, dann kommt vorne Sperma raus, dann ist das Sperma in der Kuh. Okay, und dann hat sie Kalb, oder? Und dieses Kalb nehme ich. Ja, warte, einen Moment. Wie würdest du das nennen, wenn man das bei einer Frau macht? Sexuelle Belästigung. Es ist sexuelle Belästigung, eine Frau festzubinden, gegen ihren Willen mit einer Metallstange zu penetrieren, bis sie schwanger wird. Das ist sexuelle Belästigung? Oder Ich meine, würdest du ich das weiß nicht, was Vergewaltigung das. nennen? Ah ja. Ja, ich meine das auch, wenn man jemanden auf deinem Wille das macht uns. Gegen deinen Willen, meinst du? Das macht man gegen Wie den bitte? Willen der Kuh. Die hat ja niemals ihr Einverständnis gegeben. Ja, halt, ich finde das eigentlich. Ja, genau, das halt eine Vergewaltigung. Genau, also wären wir da auch so weit. Okay, siehst auch ein, dass das eine Vergewaltigung war. Genau, also. Ja, und wir sind immer noch bei dem Eigenschaftsunterschied und das war ein Aber kategorischer wir müssen halt Fehler. überleben, sonst überleben wir nicht, wenn wir sie nicht, wenn wir sie nicht töten. Aha, und hier ist der Beweis für diese Aussage. Stell dir vor, du hast. Okay, dein Vater zum Beispiel hat einen Job als Metzger zum Beispiel, okay? Und er hat seine Metzgerei geöffnet und alles, die Metzgerei läuft ganz gut oder er hat einen Bauernhof, egal. Aber er muss halt überleben, verstehst du? Weil er kann nicht die Metzgerei Pflanzen verkaufen. Viele Menschen nehmen halt Fleisch, okay? Also es gibt mehr Fleischfresser als wir Veganer. Unternehmen, er bekommt halt Geld, er kriegt halt nicht so viel Geld, aber er kriegt Geld halt. Er überlebt, damit er Familie ernähren kann und so. Oder bei einem Bauernhof zum Beispiel, er kann zum Beispiel im Sommer und im Sommer und vielleicht so Frühling etwas Gemüse machen und dann an Obst und Gemüse verkaufen, verstehst du? Aber dann, wenn Winter kommt, er kann sie nicht Obst und Gemüse frische verkaufen. Das kauft ja kaum jemand. Doch kauft vielleicht schon jemand, aber schmeckt nicht so. Dann muss er eigentlich, da schlachtet er zum Beispiel ein Schwein. Und zu Weihnachten verkauft er, kommen sehr viele Menschen und kaufen Fleisch zu Weihnachten, weil da Feier ist und so, verstehst du? Deswegen, Bauernhöfe und Metzger, was jemand Metzgerei hat, überleben somit, verstehst du? Okay, also das Deswegen. meinst du mit Überleben. Okay, ich habe es jetzt von der anderen Seite betrachtet. Von der Tierseite, du meinst von der Ja. Menschenseite, okay. Ja. Und ja, um zu überleben, dürfte der Bauer das auch mit Menschen machen, genau das gleiche, was er mit den Tieren macht. Laut Kannst du deiner bitte auf meine Moral. Frage antworten? Findest du das halt, findest du das okay, weil das Bauer macht? Ja, das habe ich dich gefragt, genau. Da findest du okay, weil das Bauer macht mit Tieren, damit es überleben kann.
Findest du das okay, damit er seine Familie und seine kleinen Kinder ernähren kann? Findest du okay, damit man dann die Tiere schlachtet für diesen Grund? Du musst erstmal meine Frage beantworten. Darf man dasselbe mit Menschen machen? Bist du ganz ehrlich, wenn ich überleben muss, wenn ich keine andere Option hatte, habe ja. Danach Ich hat habe ja keine, niemand wenn ich keine gefragt. andere Option habe. Ja, wir haben nicht von dir Wie? gesprochen, sondern wie du das siehst, wenn es andere machen würden. Darf man Menschenschlachthäuser Kein. betreiben für Bauern, ansonsten verhungern die? Ja, ich würde lieber, dass ich halt nicht bei. Ich würde lieber jemanden tun, dass ich sterbe. Ganz Das war immer ehrlich. noch nicht die Frage. Du sollst Ja, sie. halt dann. Ja. Ja, nein, man kann sie nicht in den Schlachthof schicken. Nein. Darf man nicht, aber mit Tieren darf man das, korrekt? Korrekt. Nenn den Eigenschaftsunterschied. Niemand ist Menschen, deswegen bei dir darf man das machen. Also Bitte? niemand, gesetzlich ist es nicht erlaubt, ein Tier zu töten, ein Mensch zu töten und ein Tier schon. Und niemand kauft Menschen, damit jemand ein Mensch ist, deswegen kauft jeder Tiere, verstehst du? Deswegen, das ist der Eigenschaftsunterschied. Tiere sind essbar, Menschen nicht. Wow, Tiere sind essbar, Menschen nicht. Das ist der Ja. Eigenschaftsunterschied. Ja. Okay, nehmen wir ein hypothetisches Szenario. Menschen, obwohl es kein hypothetisches Szenario ist, ein reales Szenario. Menschen sind essbar. Darf man Menschen essen? Boah, nein, eigentlich. Ein Widerspruch? Siehst du den Ja. Widerspruch ein? Ich sehe im Widerspruch, ja, okay, aber ich will eigentlich nicht Veganer werden, verstehst du das? Ich habe irgendwie gar keine Lust, Veganer zu werden, gar keine Lust, damit ich mit meiner Kumpels jetzt richtig haben wir etwas Bock zu essen und ich esse Salat oder so. Ich habe so keinen Bock drauf, verstehst du? Und Und ich will eigentlich du. keinen. Und ich sehe, dein Name heißt Zebra-Verteidiger. Ich würde dir eine Frage stellen. Würdest du, Ja, einen wenn jetzt Moment. dein. Du kannst mir alle Fragen der Welt stellen, aber erstmal musst du deine Position verteidigen, Tiere zu essen. Kannst du Ich deine habe keinen Position Bock, verteidigen? Veganer zu werden. Verstehst du? Das ist Ja, das kein Problem. Bock. Ich Es will ist nicht völlig Veganer egal, werden. worauf du Bock hast oder nicht Bock hast. Also Menschen, ein Vergewaltiger geht hin und sagt, ich habe keinen Bock, nicht zu vergewaltigen, deswegen vergewaltige ich. Deswegen sollte er es trotzdem nicht machen. Es ist völlig egal, worauf er Bock hat oder keinen Bock hat. Der eine hat Lust, Katzen in den Backofen zu stecken, zu backen und aufzuessen. Ist auch nicht richtig. Verstehst du? Ist völlig Ja, egal, aber worauf du Bock hast. verstehst du, man lebt ja nur einmal und ich will mein Leben genießen und ich will mein Leben einfach mit. Ich will einfach genießen. Ich will kein veganes Milch trinken. Ich will ein schönes Heumilch trinken. Ich will schön einen guten Steak essen. Ich will nicht alles Veganes essen, verstehst du? Man lebt nur einmal. Ich will einfach nicht, verstehst du? Also Ich will. Vergewaltigerlogik. Vergewaltiger sagt, ich will nicht vergewaltigen, ich will leben, man lebt nur einmal. Aber, Siehst du das also Problem? willst du sagen, dass wir ganze Welt, was nicht Veganer sind, also sind alle, wir sind alle Vergewaltiger und ihr seid das Einzige, was normal seid, oder? Nein, hat niemand gesagt, Strohmann-Argument? Nein, nein, weil du sagst, nicht Veganer sind eigentlich Vergewaltiger. Nein, Strohmann-Argument? Was heißt das? Dass du einen Strohmann aufbaust und den angreifst. Niemand hat gesagt, Nicht-Veganer sind Vergewaltiger. Ich habe gesagt, ein Vergewaltiger. Guck mal, ich kann mich mit einem Vergewaltiger vergleichen, wenn dir irgendwie das leichter fällt. Guck mal, ein Vergewaltiger atmet Luft. Ich atme Luft. Das heißt nicht, ich bin Vergewaltiger. Siehst du das? Ja. Ja, ein Vergewaltiger kann Ja. seine Position nicht verteidigen. Du kannst seine Position nicht verteidigen. Aber schwör dich eigentlich, wenn ich jetzt nicht Veganer bin? Ja, weil du deine Position nicht verteidigen kannst. Du lässt Köpfe abschneiden, kannst deine Position nicht verteidigen. Wie kann man durchs Leben laufen, ohne seine Position verteidigen zu können? Der schmeckt mir, mir schmeckt es einfach. Du kannst nicht dein Tier und dein Mensch vergleichen, weil. Oh, das hatten wir Vergleiche schon. Hat zu etwas, einem was wir im Widerspruch Alltag machen. geführt. Ja, aber vergleiche etwas, was wir im Alltag machen. Verstehst du? Nicht mit Menschen. Wo essen Menschen? Vergleich, was man jetzt in dieser Welt in 2023 etwas macht. Und nicht mit Menschen essen. Vergleiche etwas, was wir im Alltag machen. Kann Wieso man genau mit Menschen? Menschen und Tiere vergleichen? Ja, man kann sie vergleichen, aber Gut. stelle eine andere Frage mit Essen. Also, wieso genau Menschen? Stelle etwas, was wir. Machen wie beim Tieren, verstehst du? Stell, darf ich Pflanzen essen und die Tiere Wieso? nicht, oder? Ich kann dir Ich ganz genau meine, ich sagen. so.
Ich kann dir ganz genau sagen, warum ich mit Menschen ankomme. Man muss bei euch Nicht-Veganern mit Menschen ankommen, weil ihr unfähig seid zu verstehen, wo das Problem liegt. Deswegen bringt es bei euch auch oft nichts, mit Haustieren anzukommen, weil ihr sagt, ja, Haustiere darf man auch essen. Deswegen müssen wir eine Stufe höher gehen und zum Menschen übergehen, weil erst dann seht ihr das Problem. Aber so wie du, ich glaube, du hast immer noch nicht erkannt, was überhaupt das Problem Ich ist. habe eine Frage für dich. Also, Nein, du musst immer noch vegan Tiermord heißt. verteidigen. Du musst immer noch Tiermord verteidigen. Ja, okay, ich habe eine Frage für Tiermord. Also, vegan heißt, keine tierischen Produkte verwenden, oder? Also, alles, was von Tier kommt und sie nicht also töten und so, oder? Unter anderem, ja. Also, ja, aber dürfte ich zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel so Ziegen und Schafe und ich bringe sie auf der Weide und so. Und ich habe auch kleine Ziegen. Und wenn Ziege also gegessen hat, hat sie halt viel Milch. Darf ich dieses Milch nehmen, verkaufen und dieses kleine Ziegen etwas anderes essen zu geben und nicht Mama Nein. Milch? Nein, genau, weil die Milch dem Kind gehört und niemandem sonst. Ja, aber ich gebe etwas anderes hin zu essen, damit er auch schön überleben kann. Also ich gebe ihm Was? zum Beispiel Körner halt oder was halt, Gras und so, wo, was sie da halt essen. Verstehst du? Also Ja, ich nehme und? dieses Milch, verkaufe an die Industrie. Und ich nehme da Geld, aber dieses kleine Kind wird nicht verhungern, nicht vertrinken. Er wird trotzdem Geld haben. Also, er hat immer trotzdem noch etwas zum Trinken und zum Essen. Ja, aber das ist nicht der Also, ich habe Fall. nicht sein Essen genommen. Das ist nicht Ich der habe nur Mut, Fall, ich habe nur Mutter dass mitgenommen. die Mutter bildet genauso Milch, wie es fürs Kind üblich ist. Natürlich, die heutigen Qualzuchten ist was anderes. Da produziert die viel mehr Milch, als sie überhaupt verbrauchen könnte. Also vom Kind her. Aber ja, dann hast du eine Qualzucht. Also da hast du das Qualzuchtproblem dann. Aber wenn du eine eigene Ziege hast oder sowas, ja, die Milch ist nur fürs Baby gedacht. Da kannst du nichts abzapfen, nichts verkaufen. Sobald du anfängst, da irgendwas abzuzapfen, dann bist du schon ein Sklavenhändler. Ja, okay. Aber ich finde eigentlich noch eigentlich so, weil ihr Veganer schon so unfair seid. Also ihr wollt das eigentlich ganze Menschen Unfair. Veganer sind, Wir auch kleine Veganer sind Kinder. die, die unfair sind, alles klar. Ja. Wir Veganer sind die, die keine Köpfe abschneiden lassen. Wir Veganer sind die, die nicht andere ins Leben gebären, um Ja, sie zu schänden und vegan heißt aufzuessen. Gras. Wir Veganer sind genau Gras diejenigen, ist die Gras. Tiere nicht ausbeuten. Veganer sein heißt Gras essen, ganz einfach. Ist was? Klasse? Vegan sein heißt Gras essen. Nein, ich esse kein Gras und ich esse auch keinen Salat. Ja, was siehst du dann bitte? Alles. Alles, was man essen kann. Pizza, Burger, Chips, Nudeln, Also Auflauf, nichts alles. Veganes, oder? Also Ja, ist schon natürlich ist das alles ein Burger. vegan. Du hast noch nie im Welche Leben Pizza eine ist Banane bitte vegan? gegessen? Welche Pizza ist bitte vegan? Welche Pizza ist vegan? Es gibt keinen einzigen Supermarkt, der keine vegane Pizza hat. Wie Keinen sieht diese einzigen. vegane Pizza aus? Kein Mozzarella drauf. Was ist das für eine Veganer Pizza? Käse ist da drauf. Der schmeckt 1:1 wie jeder andere Käse. Und wie wird er hergestellt? Pizzen sind normalerweise immer vegan, außer die Vollidioten tun da irgendwie Milch in den Teig oder sowas. Ansonsten ist eine Pizza vegan. Der Teig, das ist doch Teig. Teig ist vegan. Ist Mozzarella vegan? Vegane Mozzarella ist vegan. Ja, wie wird man. Ich meine, normale Mozzarella, was du in jeder Pizzeria bekommst. Das ist ein Tierschänderprodukt. Ja, also trotzdem, eine Pizza muss halt nicht veganes sein. Also vegan, nicht veganes sein. Verstehst Ja, du? Das dann wäre eine Pizza. rechtfertige den Tiermord für die Pizza. Wie findest du es, dass du deine Position nicht verteidigen kannst? Findest du das gut? Ja, nein. Nein, oder? Scheiße, oder? Okay, ich habe noch eine. Ich habe eigentlich auch jetzt gut, dass wir so viele Tiere nicht töten sollen. Ja, auch nicht ausbeuten. Also es geht nicht nur um Töten, du darfst auch denen nicht die Milch oder Damit wir Eier wegnehmen oder Experimente sonst auf sie was. setzen können. Bitte? Tiere brauchen wir eigentlich noch, damit wir die Experimente, medizinische Experimente auf sie testen können. Nein, darf man auch Verstehst nicht du? machen, weil die keinen Konsent geben können. Doch, eine. Biologisch halt haben die Wissenschaftler schon bestätigt, dass wir auf manche Tiere, wie zum Beispiel Affen und so Kühe und so, die Gorillas und so, damit wir die medizinischen so Tabletten halt oder Medikamenten
Testen können, weil lieber bei einem Tier als bei einem Mensch, logisch. Nein, lieber bei einem Menschen als bei einem Tier, weil der Mensch kann Consent geben, das Tier Boah, nicht. übertreib jetzt, Alter. Kannst du deine Position verteidigen? Ja. Ja, warum darf man Tiere essen, Menschen aber nicht? Oh. Richtiger Grund ist für mich und bleibt so, weil es einfach in meiner Familie alle Fleischfresser sind und ich liebe halt auch mit ihnen Fleisch aber zu essen und ja, schmeckt halt richtig und es ist mir egal halt, das weil du immer sagst, ob ich Mensch essen kann und so, okay? Also kannst du deine Position nicht verteidigen, kommst jetzt mit dem Appell Doch. an die Tradition an. Das, was man schon immer gemacht hat, ist richtig. 100 Jahre Ja. zurückgespult, hat man Schwarze als Würdest Sklaven du für ein Tier gehalten. sterben? Das hat sich so Würdest du lieber eingebürgert, für ein das Tier würdest du auch sterben? machen, oder? Würdest du Oh, das auch machen, ja, nein. Sklaven halten? Ich will eigentlich. Ich habe noch persönlich noch nie ein Tier getötet. Okay. Okay, war ein ziemlich langes erstes Gespräch, aber hat die Stage gut gefüllt. Er hat einmal gesagt, kann man nicht vergleichen. Da hat er gesagt, kann man vergleichen. Nice Widerspruch. Da hat er zugegeben, Kühe werden vergewaltigt. Da hat er einen einzigen Trait genannt, also Eigenschaftsunterschied. Das war essbar sein. Da habe ich essbar sein beim Menschen angepasst. Und da hat er gesagt, man darf den Menschen trotzdem nicht essen, auch wenn er essbar ist. Das war dann Widerspruch Nummer 2. Gut. Die nächsten Punkte wären Nutztier und gibt Milch. Zu denen sind wir aber nicht gekommen. Gut, da hatten wir einen Nicht-Veganer, der seine Position nicht verteidigen konnte.